Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Wie ihr seht, bin ich umgezogen in meine Kate Spade und es ist ein Planer, der nicht jedem gefällt. Und das kann ich gut verstehen, weil mit diesem Abzeichen hier vorne, dem ganzen Gold, sieht es schon ziemlich prollig aus. Aber aus irgendwelchen Gründen gefällt mir der Planer ganz gut und ich konnte ihn tauschen gegen meinen Filofax A5 Original Silver. Und hier habe ich noch einen kleinen Charme dran gemacht. Den habe ich bekommen von der lieben Uli von der Facebook-Seite Nailigraphie. Da bietet sie verschiedene Charms an und sie hat mich gefragt, ob ich nicht mal einen Charm testen will. Und ich nur so, ja, was für Charms? Und dann war ich auf ihrer Seite und wollte unbedingt den Alice im Wunderland Charm haben. Und so bin ich zu diesem Charm gekommen. So sieht es von innen aus. Ich habe auch ein Setup-Video gemacht. Und das hier war die letzte Woche. Wie ihr seht, war ich im Kino. Und dann wenden wir uns mal der nächsten zu. Die Ringe sind ein bisschen größer als bei meinem Domino. Also es passt auf jeden Fall mehr rein. Und die Ringe sind Gold. Das finde ich auch echt cool. So, diese Woche habe ich mir überlegt, mache ich eine Flamingo-Woche. Flamingos sind ja irgendwie momentan der Renner und ich bin auch total angefixt. Ich habe mir dieses Washi-Tape gekauft bei Davanda. Ich glaube aus dem Shop Tape the Cat heißt es. Und damit geht es dann jetzt auch gleich los. Es ist ein bisschen breiter, aber mir macht das ja nichts aus. Habe ich nächsten Sonntag irgendwas? Ist das schon Filofax treffen oder ist das erst nächsten? Also irgendwann in diesem Monat haben wir noch ein Filofax Frankfurter Ladies treffen. Ich würde eigentlich gerne die mit dem Herzchen hier drauf haben, aber ich will auch nicht so viel verschwenden, weil es zugegebenermaßen ziemlich teures Tape ist. Es hat irgendwas um die 4 Euro gekostet, das ist auf jeden Fall nicht gerade günstig. Naja, irgendwie habe ich ja jetzt noch dieses Flamingo-Herz hier drauf. Und so. Ab mit dem Tape. Ich bin immer so schlecht, das in der Mitte durchzuschneiden. Ich glaube, ich versuche mal von der Rückseite, da sieht man das ein bisschen besser. Das hat voll gut funktioniert. Das muss ich mir ganz entschieden merken. So, für oben, also in dem Tape ist natürlich viel, viel rosa und ein bisschen schwarz. Dachte ich mir, probiere ich es mal mit diesen beiden Tapes hier. Und ich glaube, hier schneide ich dann wieder einen Fleck rein. Das hier ist auch übrigens von MT. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, woher dieses Rosane hier ist. Habe ich das getauscht? Ich weiß es nicht. Ich tausche ja öfter mal was auf den Filofax-Treffen. Insofern, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Tape hier habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, es gekauft zu haben. Also habe ich es vermutlich getauscht. So. Ein bisschen lang. Bei den MT-Tapes steht es ja freundlicherweise immer dran, dass es von MT ist. Halleluja. So. Neuerer Versuch. So. Ja, ein bisschen zu lang. Aha. Viel, viel besser. So, schnell besser. Oh ja, das Tape ist auch ganz schön zugerichtet. Da hatte ich das so klein geschnitten. Das war sogar letzte Woche. Aber auch das braucht jetzt eine schöne Spitze. Und dann klebe ich das hier so drüber. Und zwar ziemlich nah dran. Weil ich den Platz in der Mitte gleich noch brauchen werde. Abgefahren. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mal wieder mein kleines Buch benutzen könnte. Und zwar dieses hier, das Think Happy Be Happy Buch. Das habe ich bei Amazon gekauft und da habe ich diese Seite hier gefunden.
passt farblich ganz gut. I love nice people who make cool things. Und dann dachte ich mir, das könnte ich doch heute mal einkleben. Und jetzt kommt wieder die Frage, wie entferne ich dich am geschicktesten? Großartig. Und hier ist ja relativ viel Weiß an den Seiten, das ich nicht brauche. Das schneide ich gleich mal ab. So, schauen wir mal. Das kann tatsächlich wohl auch noch ein bisschen schmaler werden. Stativ gehauen mit der Schere. Dabei kann das doch am wenigsten dafür. So. Ein bisschen hier rüber oder lochen? Ich glaube, ich loche es. Ist ja überhaupt nichts Spannendes drauf. Oder ich schneide es der Form nach auf. Auf, aus. Ich labe auch immer einen Quatsch zusammen, wenn ich diese Videos drehe. Ich kann mich auch am Ende überhaupt nicht mehr erinnern, was ich erzählt habe und höre das auch zum ersten Mal quasi wieder, wenn ich das Video dann schneide. Eieiei. So. Also. Ich war gestern im Kino, auch mit ein paar von den Filofax-Mädels. Und zwar in Jurassic World. Und der Film war auf jeden Fall relativ unterhaltsam, aber stellenweise auch ein bisschen komisch. Also ich werde euch jetzt nicht spoilern, falls ihr den Film noch sehen wollt, keine Panik. Im Trailer sieht man ja schon, dass die neuen Dinosaurier zusammenbrauen und der dann irgendwie ausbricht. Und dann geht halt dieser Obermacker von dem Park zu dem Wissenschaftler hin und fragt ihm, hey, was habt denn ihr da eigentlich reingemischt in diesen neuen Superdinosaurier? Und der so, oh. Nee, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Das ist irgendwie so mein Geheimrezept. Und der Oberchef dann so, okay, dann jagen wir ihn halt, ohne zu wissen, was es ist. Und geht wieder. Und das finde ich total unlogisch. Ich meine, ich hätte dem schon auch wenigstens mal angeschrieben. Sag mir jetzt sofort, was du da gemacht hast. Aber nein, er trinkt mit ihm irgendwelchen asiatischen Tee und geht wieder. Ah, Mann, Mann. Doch, das gefällt mir, ich glaube, tatsächlich besser. Hier habe ich noch eine Project Life Karte, die ganz gut zu dem Washi hier passt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwie vielleicht so versetzt aufklebe oder ob das schon wieder so erschlagungsmäßig voll ist. Flamingo ist ja eigentlich ein bisschen heller. Ich habe hier noch so ein pinkes. Nee, ich glaube, das passt nicht. Moch ich's oder moch ich's nicht oder moch ich noch irgendwas da mit? Das ist natürlich ordentlich Flamingo hier, aber das ist auch so ein dicker Karton. Das ist eigentlich so eine Geschenkverpackung von Accessorize. Da gibt es ja auch diese Flamingo-Sticker, die ich mir auch geholt habe. Und diese Verpackung habe ich freundlicherweise gratis bekommen. Oh. Und ich war in Frankfurt auch nicht die Erste, die da irgendwie diese ganzen Sticker gekauft hat. Und sie meinte nur so, ich weiß gar nicht, was hier vor sich geht. Dauernd kaufen Leute, also erwachsene Frauen, hier Sticker und ich weiß nicht wieso. Und eine meinte, sie klebt die irgendwo rein. Und ich verstehe das nicht. Dann habe ich ihr halt mein Filofax-Portemonnaie gezeigt. Was ja durchaus auch ein bisschen dekoriert ist. Es war ein leicht peinlicher Moment, ja, nicht sehr peinlicher, aber ein leicht peinlicher. So. Let's get Flamingo, Flamingo. Let's get into Flamingo. Ich schreibe gerne schlechte Lieder. Ich kann aber auch nicht singen und auch kein Instrument spielen. Das ist eine Tragödie. So. Gucken wir mal.
Jetzt kommt wenigstens das Flamingo-Thema ein bisschen mehr durch. Das sollte man doch würdigen. So, dann mal wieder der gute alte Eckenabrunder. Ohne den mache ich gar nichts mehr. Gar nichts mehr mache ich ohne den. So. Außer schlecht abrunden. So, schön Rundung. Oh, zu. Ups, jetzt klebt es schon wieder an mir. Soll ich so rum oder soll ich so rum? Nein, ich mach so rum. Also du kommst so ein bisschen nach hier oben und du kommst dann hier unten drüber. Und schon wieder eine Aufgabe für den Kleberroller. Und Gott sei Dank habe ich noch einen in petto, falls der jetzt den Geist aufgibt. So. Flamingo-tastisch. Wenn ich schon mal gerade hier den liegen habe. Sonst ist es ja quasi immer das Finale des Videos. Jetzt passiert es mal mittendrin. Wie es hier wieder aussieht. So, dann habe ich tatsächlich auch nur die Löcher hier unten überklebt. Ich bin ein bisschen stolz. Kümmern wir uns mal um die nächste Woche. Dazu brauche ich natürlich meine super duper neuen Sticker, die nach wie vor in dieser Hülle sind. Nehmen wir einfach mal alles mit raus, was wir so haben. Also, ich arbeite nächste Woche. Oder hey, ich habe eine coole Idee. Ich habe in so einem Tauschbäckchen hier diese komischen Martha Stewart nachgemachte Two Drops bekommen. Und die könnte ich ja auch benutzen. Oh, die sind ganz schön groß. Finde ich aber trotzdem ziemlich cool. Ich will die dann mal benutzen. So. Und dann klebe ich hier einmal das Store drüber. Und einmal das und dann ist es unten drunter schön pink. War das jetzt nachvollziehbar? Ich weiß es nicht. Dann bin ich auch Dienstag wieder im Store und da könnten wir mal einen bunten benutzen. Ich habe ja auch pinke Spritzer gemacht. Ich wollte nicht gleich zwei nehmen, aber ich bin so gierig. Store. Der Freitag noch einen bunten Store. Samstag wird spannend. Da habe ich da gebe ich quasi Unterricht. Das will ich noch ein bisschen drauf vorbereiten. Dann gibt es hier noch einen Store. Und dann kriegt der Samstag, weil er so was Besonderes ist, nochmal einen Flamingo-Pinken Do-Drop Nachkömmling. Und natürlich ein Store. Ist doch fesch. Und weil das natürlich so noch ein bisschen zu langweilig ist, kommen jetzt die ultra funkigen Accessorize Sticker, die festgeklebt sind. So. Voilà. Freiheit. So. Ah, so funktioniert es am besten. Also, was nehmen wir denn da? Die sind ja schon auch gar nicht so klein.
Und vor allen Dingen, wo kleben wir sie hin? Ich glaube, ich nehme einen kleinen hier oben irgendwie hin und einen großen hier unten. Dann lassen wir doch mal hier den. In diese Richtung, Flamingos. Und die Flügel stehen ja so ein bisschen ab. Das ist eigentlich ganz cool. So, und soll ich das auch zudrucken oder soll ich da noch ein bisschen Washi-Tape hinmachen? Boah, so viele Entscheidungen. Das ist überhaupt nicht meine Stärke. So, hier habe ich noch ein schmales Washi-Tape von Action. Das passt farblich eigentlich sehr gut. Wo ist der Anfang? Hier ist der Anfang. Und dann. Weigere dich nicht so sehr. Öffne dich. Und wieder ein bisschen anschneiden. Und dann kleben wir das heute mal hier so ein bisschen raus. Und ab damit. Und weil es so schön war, reißen wir es hier ab. Nein, wollten wir eigentlich hier auch noch mal was dran kleben? Also Spitze einschneiden. Bis wohin bist du noch brauchbar bis da? Aber das reicht mir ja eigentlich auch. Ein bisschen schief, das reicht mir natürlich nicht. Qualität braucht seine Zeit. So. Viel, viel besser. Das passt echt sehr gut, dieses Pink zu der Karte. Das ist quasi Ton in Ton. So, und dann habe ich jetzt eine Basis geschaffen, auf die ein kleiner Flamingo stehen kann. Und dieser kleine Flamingo bist du. Das ist immer noch ganz schön groß, gibt nichts Kleineres. Was Süßes, Kleines. Geht aber auch in die Richtung. Ich liebe es nicht, wenn ein Plan nicht funktioniert. Na gut, dann machen wir das so. Der läuft aus dem Bild raus hier. Und die Dinger kleben eh nicht besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Von Accessoires. Dann nehme ich halt einfach dich. Und klebe dich hier hin. Und dann läufst du in die andere Richtung. Das war doch fast genial. So. Ach, die kleben echt scheiße. Dafür, dass sie ganz schön teuer waren. Also so, ohne Zweifel empfehlen würde ich die jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der braucht noch mal ein bisschen hier. Der wölbt sich so ein bisschen. Jetzt hätte er zu viel Hitze bekommen. Spaß nicht. Ich habe dich doch erst seit 2 Tagen. So. Super, während das fröhlich vor sich hin trocknet, holen wir uns mal die Kate Spade zurück. Und blättern zur aktuellen Woche. Und ach ja, und schon wieder vergessen. Wird es jemals ein Video geben, wo ich nicht davon überrascht sein werde, dass ein Loch zugeklebt ist? Ich glaube nicht. Seien wir doch mal realistisch. So. Das Coole ist, dass die 3D sind, aber das trotzdem nicht stört, wenn sich das ja anlegt. Die meisten 3D-Sticker funktionieren halt nicht in so einem Planer. Und ja, das ist die
Flamingo-pinke Woche. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ziemlich viel Kram von Accessorize dabei. Ja, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao!